So, willkommen zurück bei Gothic. Wir werden uns jetzt dort nach hinten begeben, um einen dritten Fokusstein zu holen, aber zuvor gehen wir tauchen. Nein, natürlich nicht, aber zuerst müssen wir... Na? Komm schon. Die Lurker hier töten. Nein. Sie. Ach, die nehmen wir auch noch mit. Komm. Die sind es uns auch noch wert. Wir sind immer beim ersten Schlag so eigen, aber dann... Okay. Was? Ach so. Meine Güte, was fliegt hier denn alles so? Wahnsinn. Da haben wir jetzt ein bisschen alles abgeschlachtet. Hä? Ich höre eine wütende Blutfliege, die gleich nicht mehr ist. So. Sehr gut. Soweit, so gut alles hier. Nein, nicht die rechte Maus, dass wir eingerastet haben. Die nächste Blutfliege und noch, die haben wir schon, die haben wir schon. Haben wir die schon? Nein, und den Lurker da hinten haben wir auch noch nicht. Oh, speichern. Und darüber schwimmen, dann haben wir da drin gleich Warane. Dann hätten wir noch Blutfliegen, aber... Wir rennen natürlich dorthin, wo wir hin müssen. Oh, wen haben wir denn dort umgestellt? Der kämpft gegen Snapper. Zuerst plündern wir hier unsere Warane. Der hat die alle erledigt. Wer wird es wohl sein? Es ist Gorn. Hallo, Neuer. Wie du siehst, ist die Kolonie ein kleiner Ort. Man läuft sich hier ständig über den Weg. Was führt dich denn hierher? Oh, ich versuche, einer alten Legende auf die Spur zu kommen. Eine Legende? Ja, Milton, mein Kumpel aus dem alten Lager, hat mir erzählt, dass hier einst Mönche lebten. Das war natürlich lange, bevor es die Barriere gab. Sie sollen einem Gott gehuldigt haben, der seinen Anhängern die Macht gab, sich in Tiere zu verwandeln. Bestimmt gibt es hier noch Schätze aus der alten Zeit. Was führt dich hierher? Ja, der magische Fokus, lieber Freund. Ich suche einen magischen Fokus. Er muss irgendwo in dieser Gegend sein. Was du suchst, befindet sich vielleicht innerhalb der Klosterruinen, dort jenseits der Schlucht. Wir können unseren Weg gemeinsam fortsetzen. Gute Idee. Hier wimmelt es nur so von Snappern. Einzeln sind sie für einen geübten Kämpfer zwar kein Problem, aber sie jagen meistens in Rudeln. So ein Rudel kann auch den gewieftesten Schwertmeister in Fetzen reißen. Wir gehen also zusammen? Okay. Doch bevor wir über diesen Baumstamm balancieren, möchte ich die Schlucht darunter erforschen. Ich habe gerne einen freien Rücken. Komm mit, ich habe einen Weg entdeckt, der uns dorthin führt. Okay, aber ich muss schon sagen, das Wetter und die... Dadurch, dass es Nacht wird, wird das ja alles ziemlich episch. Ach, zuerst einmal speichern. Oh, das musste jetzt einmal gesagt werden, dass das jetzt sehr episch wirkt. Vor allem mit dem Regen. Ich meine, Nacht, ja, das ist, gehört ja dazu. Regen ist ja doch nicht immer dabei. Und da haben wir Snapper. Zwei. Sind es nicht gerade viele? Attacke. Easy. Warte, warte, Gorn, warte. Ja, er wartet hier perfekt. Weiter geht's. Wie viel Kräuter ich schon falscher. Naja, ich brauche das nicht, aber trotzdem habe ich sie ziemlich oft liegen lassen. Wahrscheinlich zu viel.
So, wir sammeln da eifrig Erfahrung, damit wir dann vielleicht noch zwei Händler, drei oder zwei erst, ja zwei glaube ich erst lernen können. Brauchen wir eh sowieso 40 Lernpunkte. Das nenne ich Glück. Hier scheint eine Vorratshöhle gewesen zu sein. Übernimm du jetzt die Führung. Ich wollte nur sicherstellen, dass bei unserer Rückkehr hier keine Überraschung auf uns wartet. Ist eine gute Idee gewesen. So, über einen Mana-Trank und eine Truhe, die nicht verschlossen ist. So, ein Schlüssel. Dieser Schlüssel stammt aus einer Höhle und vor der Klosterruine. Verwandlung Fleischschwanze, Verwitterungsgrube Schwert, Erzbrocken ein paar. Pfeile und Flammen. Also Feuerball, oder? Feuerpfeil. Okay, passt. Wir sind eine gute Ausbeute. Vor allem, wenn er schon erzählt, dass mit der Legende nach, dass sie sich ja verwandeln konnten. Und jetzt wir noch eine Schriftrolle finden, um uns in eine Fleischschwanze zu verwandeln. Denke ich, werden wir das wohl brauchen. Und zuerst einmal zurück und nach oben. Da oben warten eh noch ein paar Snapper. Hier in dieser epischen Atmosphäre. Mit unserer epischen Ork-Axt am Rücken. Ist eh noch hinter uns? Go on. Ja, perfekt. Ich dachte schon, jetzt ist er weg. Der braucht aber auch verdammt lang. Wo ist Gorn? Tja, Gorn ist weg. Der wollte anscheinend nimmer. Dann machen wir so wieder alleine. Und ich frage mich gerade in diesem Moment, weil Gorn anscheinend auch ihren Schaden hat, was wohl mit Diego ist, ob der immer noch in der Trollschlucht herumlungert. Ich hoffe es wirklich nicht. Ich glaube, es hört auf zu regnen. Es ist verdammt still gerade. So, dann speichern wir halt mal hier ab. Wer weiß, was jetzt mit Gorn wirklich los ist. Ach, der könnte eigentlich da runterfliegen, oder? Na, oh Gott, nicht mich angreifen. Schon. Kollege, nicht mich unterwerfen. Perfekt. Knapp, aber perfekt, muss man sagen. Oh, oh, stopp, 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 stopp. Schnell, 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 schnell. Ich sehe gerade mein Leben. Und das sieht nicht gerade... Da ist Gorn! Ach, Gorn ist ein ausgefuchster Mann. Gorn, könnte es mir helfen? Gorn. Stufe aufgestiegen. Woher Gorn jetzt auch immer gekommen ist, ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. So.
Wie viel? 10 Lernpunkte erst, naja. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Oh je. Dieses verfluchte Tor. Man erzählt sich, dass bisher kein Mensch in der Kolonie es öffnen konnte. Die kleinen Biester da drüben scheinen die einzigen zu sein, die es geschafft haben, in den Innenhof zu gelangen. Das schreit nach der Fleischschwanzenverwandlung. Das heißt aber, wer weiß, was uns da drin erwartet. Deswegen zuerst einmal einen kleinen Heiltrank schlürfen. Fünf. Knapp da. Ja, Mana werde ich brauchen. Krabbel, 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 sage ich nur. Keine Fleischschwanze. Verdammt viele Snapper. Aber hier haben wir auch gleich die Winde, so weit müssen wir nicht. Also hopp auf. Wie verwandle ich mich? Ich habe keine Ahnung, wie ich mich zurückverwandle. Das nicht. Ich gehe da gerade alle Tasten durch. Enter. Und wie sind meine Langbogen auf einmal ausgerüstet? Du hast es tatsächlich geschafft, das Tor zu öffnen. Das mit dem Zauber war wirklich clever. Los, weiter geht's. Stopp. Wieso? Seit wann kann ich diesen Bogen hier verwenden? Oh Gott, wir sollten mal verkaufen gehen. Wieso kann ich denn... Ach, den kann ich schon immer verwenden. Ah, das sollte ich nicht. Den Knochenbogen nehmen wir wieder mit. Aber okay, dann rennen wir mit dem Riesenbogen herum. Speichern uns ab und feuern damit... Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's verdammt lustig. Oh Gott. Knapp. Aber gut gekämpft und dadurch bekommen wir noch mehr Trophäen. Also ganz ehrlich, wenn das noch beim letzten auch so weitergeht, Geld, also Erzsorgen haben wir dann nicht mehr. So viel steht einmal fest. So, speichern. Jetzt haben wir Möglichkeiten da hinten herauf oder zuerst in den Turm da rechts? Schauen wir schon zuerst mal in den Turm. Gibt es hier etwas? Anscheinend nicht. Gut, dann müssen wir doch dort nach hinten auf, wo die Ork-Statuen davor stehen, und das gefällt mir nicht, ganz ehrlich. Ich nehme mal an, wir kommen dann dort oben irgendwo hin, oder? Oder irre ich mich? Ich glaube, ich irre mich. Hallo? Sieht aus wie ein Podest für irgendetwas. Vielleicht lag hier mal das Artefakt, das du suchst. Da habe ich was davon, wenn es hier mal lag.
Wo ist es jetzt, ist die Frage. Oh. Okay. Dann holla die Waldfee. Zack. Schnell, 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 schnell. Sehr schön, wenn man das hier koordiniert macht, funktioniert es noch leichter. Aber ich verschreiß mal lieber nicht. Deswegen sage ich jetzt nicht, dass es ohnehin schon ist. Ein Trank, den können wir immer gebrauchen. Ach ja, speichern. Ich hoffe, ihr seht jetzt noch was. Ich will jetzt nicht unnötig eine Fackel ansetzen, dass ich sie dann immer wieder zu Boden werfe, sobald ich die Waffe ziehe. Aber ich denke, durch diesen Blaustich hier immer in der Nacht müsste ihr eigentlich etwas sehen können. Okay. Holla die Waldfee wieder mal. Go on. Go on, go on! Hilfe! Tja, okay, den müssen wir anders angehen. Wir haben einen Flammenpfeil. Stopp, zurück, go on, zurück, zurück. Wozu finden wir denn die Zaubersprüche? Fleischwanze, Feuerpfeil. Wo bist du, Schattenläufer? Oh Gott. Wieso auf mich schon wieder? Hauptsache, er ist gerade gestorben. Aber wir auch. Gut, das heißt weiter weglaufen. Immer weiter, immer weiter. Na, aber der kriegt ganz schön viel Schaden durch den Feuerpfeil. Das gefällt mir. Vielleicht könnte ich auch einfach mal einen Trank trinken. Noch einmal speichern. Okay. Hilfe. Kurve laufen. Perfekt. Leichter geht's ja kaum. War vielleicht ein bisschen geschummelt, aber darüber müsst ihr hinwegsehen. Das macht's ja nur leichter. So, hoppala. Beim Verstellen des Mikros hat's gequietscht. So, nein, das ist auch nicht der Fokusstein. Was haben wir hier? Ein Chemietisch. Zwei Truhen, wie auch bei dem Wächter. Verwandlung Molarat. Und unten haben wir auch schon den Fokustein. Der Klosterruine. Fokustein der Klosterruine. Eine der fünf Foki, die zur Erschaffung der magischen Barriere benutzt wurden. Du hast dein magisches Artefakt also gefunden. Ja. Ich muss den Fokus zu den Wassermagiern bringen. Sie brauchen ihn. Ich werde dich noch etwas begleiten. Okay. Wir sind aber eigentlich schon fertig, lieber Gorn. Verwandlung Scavenger, Verwandlung Wolf. Viele Verwandlungen, also das Gerücht stimmt. Also die Legende oder wie auch immer. Wieso wird uns Gorn noch ein bisschen begleiten? Erwartet uns jetzt hier noch etwas? Denn, wenn ja, wir sind fast über der Zeit hier.
Du willst mich doch verarschen. Ach, das ist ein junger Troll. Aber junger Troll hin oder her. Gorn? Ach du dummer Gorn. Ich haust du nicht, lieber Troll. Selbst ein junger Troll draußen der Erfahrung. Und ich danke nach diesem... Ach du Scheiße. Was ist das für ein Riesenvieh dort drüben? Wo kommt das denn her? Sieht aus wie einer dieser fast unverwundbaren Trolle. Allerdings etwas kleiner. Wie auch immer. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir an diesem Biest vorbei. Es liegt schon... Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, wir haben das Monster bezwungen. Doch wenn das nur ein junger Troll war... Dann willst du wohl einem ausgewachsenen Exemplar lieber nicht zwischen die Finger geraten. So in etwa. Unsere Wege trennen sich hier. Ich werde noch eine Weile bleiben und herumstöbern. Doch wir werden uns sicher wiedersehen. Bis dann, mein Freund. Bestimmt, Gorn, bestimmt. Und hier trennen sich auch unsere Wege, liebe Zuschauer. Denn wir sehen uns in der nächsten Folge von Gothic wieder. Bis dann.